Wir beide sitzen nämlich im gleichen Boot. Ich war vor einigen Monaten dieses Masseferkel und wurde dann irgendwann zu diesem Klapper gestellt. Nani? Aktuell bin ich irgendwie dazwischen. Aber wie ich das geschafft habe, so ein Klapper gestellt zu werden, zeige ich dir jetzt gleich. Mir fehlen 99.712 Abonnenten, um die 100.000 zu knacken. Deswegen hilf mir doch gerne aus, wenn du so nett wärst. Komm, komm. 10 Lebensmittel für 10% KFA. Im Prinzip ist es der 10. Punkt vom letzten Video, 10 Gewohnheiten für 10% KFA-Verteil. Es sind die Lebensmitteltricks, die mir helfen, mein Kaloriendefizit zu erreichen. Die beste Diät ist nämlich die, die du am längsten durchhalten kannst. Genug geredet. Mit welchen Lebensmitteln ich die Diät am längsten durchhalten kann, zeige ich euch jetzt. Hier ist der Beutel. Fangen wir direkt an. Mandelmilch, aber nur die von Lidl. Ich gehe nämlich davon aus, dass weil du auf dieses Video geklickt hast, du ein kleiner Gym-Bunny bist und die ganze Zeit pumpen gehst und sowas und die ganze Zeit Haferbrei isst wie so ein Knastgefangener. Aber Knastgefangene essen den richtig eklig mit Wasser aufgekocht, diesen Haferbrei oder Grießbrei oder was auch immer, Milchreis. Probier es wirklich mit dieser Mandelmilch aus. Es ist so viel besser damit. Es schmeckt wie mit normaler Milch und die hat nur 13 Kalorien auf 100 statt dieser knapp 50 von normaler Milch. Let's go, geiler Tipp. Allein dafür sollst du mich schon abonnieren. Alkoholfreies Bier. Ja, wir müssen halt die Work-Life-Balance ein bisschen balancieren. Und jeder von uns trinkt gelegentlich mal ein Bier, aber für einen Fettabbau ist Bier einfach Game Over. Deswegen konsumiere ich das da manchmal. Wenn ihr mal Cravings habt auf Bier oder sowas, zieht euch den Lachs hier rein. Viel besser. Und dann, wenn ihr shredded seid, könnt ihr euch richtig einen hinter die Binde ballern. Heftig. Kartoffelpüree. Ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen nasty, aber das Ding hat so 360 Kalorien und das gießt ihr halt auf mit 700 Milliliter Wasser und es ist einfach so magenfüllend und dann könnt ihr davon essen, so richtig viel, ohne viel Kalorien gegessen zu haben und ihr seid satt und ihr geht nicht mehr so böse und hungrig schlafen. Esse ich richtig viel. Ich habe auch ein Video gemacht zum Hacksauerkrautpüree, den ich immer esse. Apropos Hacksauerkrautpüree. Feinschmecker Sauerkraut mit Räucherspeck und Rostzwiebeln. Einfach Überleitungsking. Lebensmittel Nummer 4, glaube ich. Diese Tüte. Hier aber aufpassen. Kauft Sauerkraut für Feinschmecker mit Räucherspeck und Röstzwiebeln. Weil dieser andere ist sauer. Der hat zwar ein bisschen Kalorien mehr, aber dieses ganze Ding trotzdem nur 130. Und ist aber geil. Schmeckt salzig, bisschen so. Ich habe ja osteuropäische Wurzeln und daher kommt das wahrscheinlich alles auch. Meine Cravings. Ach, wobei. Also deutsche Küche hat das doch auch. Punkt Nummer 5. Proteinriegel. Und diese wundervollen Snickers-Ersatzprodukte heißen Proteinriegel. Schmecken zwar nicht wie ein Snickers, haben aber ein bisschen mehr Eiweiß. Ich habe ziemlich viele davon, wie ihr eben gesehen habt. Ich habe die extra gekauft, weil ich möchte testen, welcher mir am besten schmeckt davon. Und wenn ich das Ganze in ein Video verpacken soll, dann schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ich es machen soll. Weil dann werde ich es höchstwahrscheinlich auch machen. Aber so wie ich drauf bin, werde ich dann wahrscheinlich 3 Tage lang nur Eiweißriegel essen und ein Ranking davon erstellen. Punkt Nummer 6. Speisequark Magerstufe. Ein absoluter No-Brainer. Sollte jeder von euch essen. Eine Packung täglich. Erfordert ein bisschen Willenskraft, den zu 60 Gramm zu essen, so direkt auf pur, einfach in die hohle Birne, aber es gibt übrigens unzählige Rezepte, wie man den lecker zubereitet als Shake und so eine Gedöns, aber einfach schnell löffeln. Die ganzen Hardcore-Jungs, die fressen den Magerquark 500 Gramm. Könnt ihr jetzt übrigens auch in die Kommentare abstimmen und wetten, wie lange ich dafür brauche für so ein halbes Kilo, weil den esse ich täglich einmal davon. Drück mal auf Pause. Hast du eh nicht gemacht, perfekt. Let's go. Oder ist einer dieser trockenen Fuhren? Es gibt richtig cremige und es gibt stopptrockene. Täglich einmal. Aber bereitest du euch irgendwie besser zu, weil sonst verliert ihr den Spaß am Essen. So wie ich jetzt gerade. Hackfleisch, Sojahack. Punkt Nummer 7. Ist nein, kein Kaviar. Veganes oder unveganes Hackfleisch. Fettreduziert oder besser für die Welt? Ich esse mittlerweile dieses Sojahack, weil ich habe so einen brutalen Upturn auf Fleisch bekommen irgendwie. Hier, vielleicht kriege ich die Werte hier irgendwie rein. Leute sind brutal geil. Also wenn man das isst, dann ist schon mal gut, weil da hat man ein paar Fette und sowas drin. Das einfach brutaler Lifehack von Lidl. Hat einfach hähnchenähnliche Werte. Damit Bauerntopf, Chili Con Carne, Chili Sin Carne ballern. Hört ihr das? Das ist Zeit zu gehen, bedeutet das. Punkt Nummer 8.
Eiweißpulver. Und das ist dann meistens meine erste Mahlzeit nach dem Frühstück, so zur Mittagszeit, wenn ich so 2-3 Stunden wach war. Auf jeden Fall so ist es das Erste, was ich in mein System reinhämme. Übrigens, es gibt ganz viele andere verschiedene Sorten, aber ich habe in meinem Leben schon so viele Eiweißpulver getrunken. Das, also dieses Isoklergedöns und so, das ist doch ziemlich teuer, aber das schmeckt halt auch irgendwie anders. Ich muss hoch, zu viel Blut im Kopf. Der nächste Punkt ist Väterleid. Salakis. Den zeige ich euch jetzt hier so, weil kauft den euch unbedingt auf jeden Fall nur im Angebot, weil 3,50 Euro für diesen Salat ist ein bisschen zu doll. Den benutze ich für Salat, weil mit Tomaten, Gurken, bisschen Zwiebeln, so ein Olivenöl bisschen. Das alles rein, habt ihr richtig frischen griechischen Salat, esse ich richtig oft, zweimal die Woche bestimmt. Kleine Abwechslung, hat auch richtig viel Eiweiß, wenig Fett, aber nur der Light, let's go, aber günstig kaufen. Verarscht euch nicht selber, 3,50 Euro. Kaffee und Energy Drinks. Ja, also vor dem Training, während des Trainings, morgens Kaffee halt, ne? Ich trinke am Tag so 1 bis 9 Tasten Kaffee, Espresso aus Mokka. Meiner Meinung nach, das ist der beste. Wenn ich Cash habe, kaufe ich das. Meistens habe ich kein Cash, deswegen kaufe ich das. Brauche ich einfach Performance Moments. Ihr wisst Bescheid, ihr müsst die Kraft halten. Kaloriendefizit. Dann seht ihr aus wie dieser eine Typ von The Mechanist oder wie 50 Cent, als er angeschossen wurde. Wenn ihr nicht trainiert und dann aber trotzdem Kaloriendefizit fahrt. Ihr müsst trainieren, Performance, Kraft halten, let's go. Ach ja, und danke fürs Zuschauen. Abonnieren, kommentieren und euren Crush markieren. Und schreib mir doch bitte gerne schön, welche Sachen du so isst und was du so für Tricks hast, damit ich mir das Leben auch ein bisschen leichter machen kann. Weil irgendwann nervt mich auch Salat. Hallo. Dann bist du hier genau richtig bei 10 Lebensmittel. Also, du wolltest was essen gehen, hast du gesagt. Oh, die Tür geht immer wieder zu. Bruder, ich mach gerade ein Video darüber, welche Lebensmittel ich esse. Hier sind Nachbarn, die verstehen dann nicht ganz, was hier passiert. Um wieder definiert zu werden und jetzt sagst du mir mit Auswärtsessen, was geht. 10%, 10% Sommerbody. Ich hätte Bock auf Döner eigentlich. Also einen kleinen Döner so auf die Kante. Tür ist auf. Übrigens, mir fehlen noch 7, nein, falsch.